In Turos Lagerhaus patrouillieren viele. Okay. Dann heißt es also auf zu Papas altem Lagerhaus. Ihr werdet vorsichtig sein, ja? Rein und raus, wie die Giftzähne einer Schlange. Und lasst Safiks Schwester nicht aus den Augen, in Ordnung? Dieser Ort ist voller alter Geister. Mögen die Monde euch schützen, Wanderin. Okay. Daini hilft euch auch bei der Flucht? Na, ich wette, es ist andersrum. Danke. Daini kümmert sich gut um uns. Also kümmert euch gut um sie, klar? Kümmert sich Daini hier um viele Leute? Um so viele, wie sie schafft. Für alle reicht es jedoch nicht, wisst ihr? Nicht genügend Bettzeug, nicht genügend Nahrung zum Verteilen. Die meisten arbeiten am Ende für Turo. Möge Hirsine ihn holen. Ein leerer Bauch treibt einen zu allen möglichen fiesen Dingen. Dieser hat euch reden hören, Wanderin. Ihr wollt Turo bestehlen? Schon wieder? Daini versteht das nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Senche-Panther sich umdreht und einen auffrisst, wenn man ihn am Schwanz zieht. Ich werde für ihre Sicherheit sorgen. Macht einfach nur schnell. Malabu fällt vor lauter Sorge das Fell aus. Dann haben wir es jetzt also mit einem Überfall auf ein Lagerhaus zu tun, hä? Bei Shaws Knochen. Nun ja, ihr geht besser an die Arbeit. Macht bloß nichts Dummes, ja? Ich meine, dieser ganze Überfall ist dumm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist voll der Grießkram. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da oben irgendwo hin. Wäre es nicht besser, diesen komischen Turo einfach umzulegen und dass die das denn nicht übernehmen? Das ist wie so ein Flüchtlingsding hier ist hier. Wäre jetzt so meine Auffassung von all dem. So, wo ist denn das Ding hier? Hier oben irgendwo. Und da ist noch einer. Schwarzmöwen sind das. Schwarzmöwen-Kosa. So, das ist hier das alte Lagerhaus. Daini ist hier. Schnell. Besprechen wir die Strategie. Okay. So, das ist Turos Lagerhaus. Zumindest jetzt. Vorher war es das Lagerhaus von Dainis Vater. Diese Rückkehr macht keine Freude. Diese hat hier gespielt, ist zwischen den Kisten herumgehuscht, hat sich in Fässern versteckt. Dann starb Papa. Wie ironisch, dass wir sein Grab plündern, oder? Sein Grab? Er starb hier in diesem Lagerhaus? Ja, bei lebendigem Leib verbrannt. Damals wüteten Feuer in Südwacht, um mit der Grippe fertig zu werden, ja? Turo nutzte das aus. Er und seine Schläger drängten ihre Konkurrenten, Khajiit wie meinen Vater, in dieses Lagerhaus und zündeten es an, damit es wie ein Unfall aussah. Aber das ist doch kein Lagerhaus, das ist doch völlig abgebrannt. Da ist ja niemand Dach drüber. Mein Beileid, das ist also der Grund, aus dem ihr Turo hasst. Ja. Doch das liegt in der Vergangenheit. Daini muss ihren Blick auf die Gegenwart gerichtet halten. Turo markiert seine persönlichen Güter mit einem kruden Siegel, um irgendwelche Trottel abzuschrecken, die sich versucht fühlen, etwas für sich abzuschöpfen. Durchsucht die markierten Kisten. Darin sollten wir etwas Wertvolles finden. Okay. Hier, hier ist da was. Nee, ach, die Wohnung ist ja leer. Aber hier ist ein Sack mit Zitronen. Deko-Wachs, habe ich mir schon immer gewünscht. Na, guckt euch das doch mal an. Das ist doch kein Lagerhaus. Wer lagert denn hier was? Hier würde ich nie irgendwelche wertvollen Dinge lagern. Warum sollte man das auch machen? Das ist doch völlig an der Haare herbeigezogen. So, gestohlene Keramiken.
Diese Sammlung von Töpferwaren würde ein hübsches Sümmchen auf dem Schwarzmarkt einbringen, doch es dürfte schwierig sein, sie zu transportieren. Gestohlene Keramik? Zu unhandlich. Lasst uns weitersuchen, ja? Wenn der Wirbelsturm auf uns zuhält, sorgt dafür, dass alles gut verteut ist, ja? Oh, ihr achtet es ja an. Wer ist er denn? Hä, wo ist der hin? Wo ist denn der Lumpi hin? Oh, hier ist aber eine Spur. Toval Brandy. Ein starker Schnaps aus der Gegend. Zu gewöhnlich, um einen hohen Preis auf den offenen Markt zu erzielen. Toval Schnaps? Mara weiß, dass Sormunds Mannschaft schon genug säuft. Es muss doch hier noch was anderes geben. Gestohlene Bücher, verschiedene Bücher von Karawanen und geernteten Schiffen. Ernten kann man sie auch. Sie reichen von religiösen Texten bis zu privaten Tagebüchern. Nichts davon scheint von Wert zu sein. Bücher? Daini bezweifelt, dass Turo lesen kann. Keine seltenen Titel. Lasst sie liegen. Naja, jetzt haben wir ja schon fast alles durch hier. Wem haben wir da hier? Schwarzmöwen Rohling. Der sieht ziemlich groß aus. Ist doch wieder so ein Riese. Was? Ah, die Tür zum Keller. Papa hat dort unten immer die wertvollsten Dinge verwahrt. Sehen wir nach. So, Vorlage, dunkelelfisches Bett. Warum sagt sie denn nicht gleich, dass da unten immer das... Lagerhauskeller. Mehr Kisten. Überprüft sie, Wanderin. Diese meint, sie hätte jemanden kommen hören. Naja, meine Güte, da draußen waren auch eine Menge Beutel mit Juwelen. Dieser Lederbeutel enthält eine gute Handvoll Edel- und Halbedelsteine. Psst, da kommt jemand. Schnell, versteckt euch. Hey. Daini und ihr schwanzloser Bruder versuchen, mich zu bestehlen. Ich hätte sie zusammen mit ihrem Vater verbrennen sollen, doch das ist leicht behoben. Habt Dank, Antonia. Oh, gern geschehen, Turo. Für euch tue ich doch alles. Natürlich habt ihr mit ihr gearbeitet. Ihr versteht also mein Dilemma. Geschäft ist Geschäft, Antonia. Ihr versteht das sicher. Was? Nein, nein, nein! Wir müssen den töten. Gesegnete Mara! Uns läuft die Zeit davon. Er wird Safik umbringen. Wir müssen zurück, sofort. Wir sind doch gerade erst angekommen. Wir haben jetzt gerade mal so einen Beutel mit Dings hier. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen gucken, hier, Mädchen. Mädchen, ich muss hier gucken. Kann man hier noch? Ja, egal. Kragenmoor, Krallmatze. Erhöht eure Lebensregeneration. Naja, warte mal, hier war doch noch irgendwo ein Schmuckkästchen. Ein Machtholzblitzstab. Quarz. Quarz mal hier nicht rum. Hier ist ein Stuhl, weißt du, hier ist so ein richtiger imposanter Stuhl. Wo setzt sie sich ruf? Auf die große Kiste. So, hier jetzt wieder zurück nach Elsweier. Elsweier. So, dann wollen wir mal zurück. Wie gesagt, wir müssen den hier töten. Das ist das Einzige, was hier noch wirkt. Junge, halt still. Ergib dich deinem Schicksal. Lumpi.
ab da. Ah. Brief von Turo. Liebste Daini, ich habe mich sehr bemüht, über euren Unfug hier in Südwacht hinwegzusehen. Als letzten Gefallen für euren Vater erlaubte ich euch, ohne Belästigung hier zu bleiben, sogar in eurem alten Heim. Doch eure neuerlichen Überfälle auf meine Arbeiter und mein Eigentum dürfen nicht ungestraft bleiben. Ich habe eure Freunde. Den meisten von ihnen wird der Galgenstrick erspart bleiben. Sie werden als Sklaven leben. Ein weiteres Zeichen der Güte meinerseits. Euer Bruder wird jedoch hängen, falls ihr euch nicht umgehend zu mir schafft. Keine Verzögerungen, keine Verhandlungen. Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Ich erwarte eure unmittelbare Unterwerfung, ebenso wie euer Bruder. Hochachtungsvoll, Turo. Eieieiei. Mädchen, das ist aber nicht so gut. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Sie sind Fortwanderin. Dainis Bruder, Malabu, Galenet und Sormund auch. Turo hat sie geholt. Seid ihr absolut sicher? Sie könnten sich doch irgendwo anders versteckt halten, oder? Nein. Turo hinterließ eine Notiz, in der er Daini auffordert, sich zu stellen. Ja, er hält Safik in seiner Festung gefangen und wird ihn töten, wenn diese nicht kommt. Bei Maras Herz, wir waren so dicht dran. Dumm, übermütig. Das ist alles Dainis Fehler. Nein, es ist Turos Fehler. Ihr sagtet, das wäre keine persönliche Angelegenheit. Was sind denn das für Fragen oder was sind denn das für Aussagen? Ist es ja nicht. Ist es ja nicht. Diese braucht nur... Turo hat dieses ganze Gold und... Und? Er hat Dainis Vater ermordet. Ihn wie altes Feuerholz verbrannt. Und jetzt nimmt er ihr auch noch die Freunde. Daini wird ihn büßen lassen. Sie wird ihm die Augen auskratzen und seine Leiche an die Hunde verfüttern. Sie wird... Nein. Das geht schon viel zu lange so. Safik ist alles, was zählt. Wir kommen da in diesem Lagerhaus an. Die erzählt dir davon, dass dieser Turo den Vater umgebracht hat, den verbrannt hat. Und jetzt stellen wir uns dumm und wissen nicht, was die Phase ist. Wir lesen den Brief und es wird nicht übernommen. Bin ein bisschen enttäuscht gerade. Ich meine, wenn ich da hinkomme und in der Nähe leuchtet ein Brief, dann lese ich mir doch den Brief vor. Dann muss das doch anerkannt sein, genauso wie wir wissen doch jetzt, was mit dem Vater geschehen ist. Wir wissen doch, dass das hier mehr oder weniger um Rache geht. Wie holen wir ihn und die anderen zurück? Meine Güte, was sind denn das für Fragen, Junge? An diesen Abschnitt, also manchmal fragen mich echt, Wer denkt sich denn so eine Geschichte aus? Ja, das Problem an der Sache bei Elder Scrolls ist ja, ja gut, das Problem an Elder Scrolls ist ja, dass du mit diesen DLC hier anfangen kannst und nicht von vorne. Aber so wie wir, die von vorne jetzt hier, also wirklich von ganz vorne angefangen haben, bis jetzt hier durchgearbeitet hat, so jemand ja stellt nicht solche Fragen, wie wir hier haben. Man fragt, wo ist denn seine Festung, zeigt die Richtung und wir marschieren los. Und fertig ist. Und nicht wie können wir die denn jetzt da rausholen? Und im Endeffekt läuft das immer wieder auf dieselbe Sache hinaus. Wir gehen darin in diese Festung, bringen alle um, die sich feindlich ergeben oder feindlich uns gegenüber sind, bringen wir alle um, bringen den Hauptcharakter da um, den Hauptboss, und dann gehen wir alle wieder nach Hause und sind Friede, Freude, Eierkuchen, alle freuen sich, und bei der nächsten Quest sind wir wieder die dumme Elfe, die immer irgendwelche dusseligen Fragen stellt. Weißt du, so keine Ahnung, so einen ollen Ork-Kopf hätte, dann würde ich es ja noch verstehen, aber doch keine Elfe, Mensch. Mann, was sind das für Fragen? Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ein bisschen da drüber herziehe, aber manchmal ist das, also, ist ja nicht das erste Mal. So, wie holen wir die jetzt da raus und die anderen?
Daini wird sich stellen und Turo weiter ablenken. Während er sich aufplustert und prahlt, müsst ihr die anderen finden und befreien. Fangt im Versteck am Hafen an. Es liegt südlich von hier an der Küste. Trefft diese in seiner Festung, sobald ihr könnt. Mögen die Monde euch leiten. Sie erzählt uns jetzt hier einen Plan. Ist das schon öfters vorgekommen? Waren die schon öfters kurz vor der Erhängung oder sowas? Oder vor der Hinrichtung? Woher weiß sie denn das alles? Wird sie stellen und Turo weiter ablenken? Was will sie denn jetzt ablenken? Ja, und immer diese Antworten. Alles klar, ich rette die anderen. Blablabla. Reicht doch denn so, alles klar, machen wir so. Gut. Noch die wettert jetzt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das Spiel, muss ich sagen. Also. Warte mal, ist das oben? Ist höher. Wir müssen höher. Wir müssen nach oben. Ja, wie gesagt, das Spiel ist manchmal ein bisschen schwierig. Weil es einfach mal so ein bisschen unsinnig teilweise ist. Was hier so an Auswahlmöglichkeiten oder Antwortmöglichkeiten gibt. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Ihr meint, ihr könnt dem alten Sormund das Kämpfen austreiben, was? Versucht es ruhig, ihr flohzerbissenen Bastarde. No, was ist jetzt los? Bin vergiftet? Ich stinke. Okay. Na, bei Kühnes Hinterteil bin ich froh, euch zu sehen. Euch oder Daini haben sie nicht gekriegt, hä? Noch nicht. Könnt ihr gehen? Ach, es braucht schon mehr als das, um Sormund den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich komme zurecht. Dieses Junge aber, Safik, er eignet sich nicht für eine solche Behandlung. Ich sorge mich um ihn, auch um die anderen. Puh, da! Ah, ich habe es gesagt. Wo sind die anderen? Habt ihr gesehen, wohin ihre Entführer sie gebracht haben? Nein, aber ich kann es mir denken. Turo mag zwar so tun, aber er ist kein Romantiker. Er ist ein Opportunist. Er wird diese Bande nicht töten, wenn er meint, dass er von ihnen profitieren kann. Seht in den Höhlen bei der Traumertränkerin, seinem Sklavenschiff nach. Mit etwas Glück findet ihr sie dort. Alles klar. Warum wird das immer wiederholt? Alles klar, wir suchen da und da und da und bla und bla. Und nun fort mit euch. Ihr habt den Weg frei gemacht. Ich werde es schon allein hier rausschaffen. Ich dachte, eure Beziehung zu Daini wäre rein beruflicher Natur. Warum der Sinneswandel? Was für ein Sinneswandel? Ihr habt den Weg frei gemacht, ich werde es schon alleine rausschaffen. Hä? Was für ein Sinneswandel? Oh. Glaubt ja nicht, der alte Sormund wäre weich geworden. Ich bin des Goldes wegen dabei. Ganz einfach. Natürlich brauchen diese Katzen ganz offensichtlich Hilfe. Wenn ich Gutes tun kann, während es mir gut geht, ist das nur umso besser. Nun hört zu. Ihr schweigt euch dazu gegenüber meiner Mannschaft lieber aus. Naja, zieh Leine, Junge. Ich mache das Boot bereit zum Ablegen. Trefft mich dort, wenn ihr sie gefunden habt. Alles klar. Schon wieder so eine große Katze. Die reinste Inzucht hier. Die sehen alle gleich aus. Und Sigurd ist auch dabei gewesen. War der Kapitän. Sigurd. Alter, ich möchte diesen Namen nie wieder hören. Sigurd. Gott, wie ich den... Ich mag den überhaupt nicht, wa? Dieser strunzendämliche Nord. Wanderin, hier drüben. Malabu ist hier. Ach, Wanderin, den Monden sei Dank. Ihr werdet nicht glauben, was für grässliche Dinge diese Sklavenjäger dem armen Malabu angedroht haben. Ihr seid eine wahre Freundin. Ihr werdet diesem jetzt bei der Flucht helfen, ja?
Ja, natürlich. Wisst ihr, wo sie Galanet hingebracht haben? Sie fluchte und spuckte um sich wie ein wildes Tier. Dieser sagte ihr, sie soll damit aufhören, aber sie wollte nicht hören. Sie brachten sie zu Turos Sklavenschiff, südöstlich von hier, durch die Höhle durch. Das Schiff wird nur kurz im Hafen bleiben. Ihr müsst euch sputen. Aber lasst diesen zuerst raus. Naja, alles klar. Geht in Richtung Norden, den Strand hinauf. Der Weg sollte frei sein. Tausend Dank, Wanderin. Danke. Malabu hofft nur, dass Daini und Safik noch leben. Seid vorsichtig. Naja, kümmere dich erstmal um dich selbst, Jung. Jung, kümmere dich! So, okay. Gut, wenn wir so ein Sklavenschiff finden, da hinten ist es schon. So, Freunde der Sonne, komm mal ran hier. Ach so, das sind hier keine... Wer quatscht denn hier? Dusselige Zeugs her, hä? Ja, kriegst du ein Blitzding auf den Kopf. Ah, sehr gut. So, wo ist hier? Wir müssen die Jutste. Wie hieß die nochmal? Ganetev? Nee, Galenev. Hier hast du Feuerschweif am Heck, spült das Wasser alles weg. Alte sizilianische Bauernweisheit. Ohne warte mal. Ja, ja. Naja, ich komm gleich. Ich will da hinten nur noch diese Sklavenhändler umnieten. Hallo, Sklavenhändler. Schön, dass ihr die Bucht hier sauber macht, aber das ist das Letzte, was ihr gemacht habt. Ihr seid beim Putzen gestorben. Ja, ich hätte mir einen edleren Tod gewünscht. Oh, was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ach, das ist diese grüne Zeugs. Was diese Drachen hatten. Hab den Namen vergessen. So. Galenev. Dainis Freundin, aber keine Daini. Geht es ihr gut? Bei Ifrus Knochen. Wenn dieser Skeva Turo ihr etwas angetan hat, kann er was erleben. Holt mich hier raus und wir suchen zusammen nach ihr. Immer mit der Ruhe. Beruhigt euch. Daini hat mich geschickt, um euch zu retten. Ich soll euch nicht anwerben. Bringt euch lieber in Sicherheit. Pah! Nie lässt mich jemand helfen. Na gut, na gut. Doch wenn Daini oder Safik irgendetwas zustößt, gibt es keine Macht in ganz Tamriel, die Turo vor mir retten wird. Merkt euch das! Rettet fürs Erste nur euch selbst. Geht zurück zum Strand. Ich habe den Weg freigemacht. Ja, los, Mädchen. Renne. Lauf. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen da hinten irgendwo hin. Müssen wir hier unten weiter? Ja, aber wir könnten hier weiter. Sind hier noch Dinge, die wir hier erkunden? Wir rennen hier mal alle durch. Also wir rennen hier mal alles ab und durch. Und hast du nicht gesehen, aber so richtig gucken tun wir hier nicht? Nee. Ob hier noch irgendwie was ist hier, was Wertvolles, aber das ist halt das Spiel. Das gibt ja nicht so wirklich Wertvolles. Ich kann mich an dieses Hauptspiel, also als wir angefangen haben, kann ich mich erinnern, dass wir hier Dinge gefunden haben, so wie Rüstungssets oder sowas. Warum finden wir hier nicht so wirklich was? Das macht auch irgendwie keinen Sinn, denn nach irgendwas zu suchen. Ich meine, man kann hier Bücher suchen oder sowas, aber so richtig... So richtig finden tun wir ja trotzdem nicht, weißt du? Ich würde mich gerne über Rüstungssets freuen hier. Ich meine, du kannst hier noch Rüstungssets herstellen hier, so wie O'Aaron das gemacht hat. Aber im Prinzip musst du da auch erstmal wissen, wo was ist, ja.
Mann, hier ist richtig was los hier. Guck mal an hier. Moin, ihr Pappnasen. So, liebe Sklaven, ihr seid frei. Sind die denn frei jetzt hier, oder was? Hefe. Ah, ich koche zu selten. Wieso ist hier kein Alarm, wenn hier... Hier ist doch richtig Bambule hier. Wir machen ja... Wir sind ja nicht gerade leise hier, wisst ihr so? Ah, hier, was ist mit euch hier? Die kleinen Leute hier. Die tut er hier richtig schön. Aber wenn hier einer kommt, der euch gegen ebenbürtig ist oder der, ich sag mal, stärker ist, dann habt ihr schon ein Problem. Was ist mit denen los? Hattet ihr gerade den rechten Arm ausgestreckt? Eieiei, ganz schwierig. Bestimmt den da von Sylt oder sowas. So, Turos Festung. Das ist, was ich sage. Jetzt kommen wir dann zu Turo und dann geht das ab hier. Dann treten wir den richtig in den Arsch. Also wir treten ihn so tief in den Arsch, dass er bedenkenlos oder ohne Probleme meine Fußnägel abkauen kann. Ja. Wieso haben die hier alle so eine... Was sind das? Skewer hier? Das sind doch Skewer, ne? Skewer. Wieso sind hier so viele Skewer? Das sind doch irgendwelche Ratten oder sowas. Wieso halten die hier Ratten? So, schön hier. Ich mag es, wenn dieser Blitz von oben einschlägt. Und das Vögelchen aufhört zu zwitschern. Wir haben ja schon wieder vergiftet. Wer ist denn hier weggerannt? Achso. Diese Sklaven doch ruhig zu fliehen versuchen. Ich könnte ein paar Zielübungen gebrauchen. Naja, du und Zielübungen. Hier, moin, Zielübung Nummer 1 ist da. Was ist los? Habt ihr Brandstellen oder sowas? So, die Stoffdreher sind natürlich die ersten, die hier abfackeln, ja. Weil so viel Stoff anhaben, nicht? Stoff brennt gut. Stoff brennt sehr gut. So, töte, Schlumpi. Gäste? Nun, ich kann immer mehr Sklaven brauchen. Lumpi, wir sind doch kein Sklave, Junge. Ihr werdet noch um die Ketten fliehen, ehe ich fertig bin. Wir haben gegen Götter gekämpft. Pass doch auf, ihr macht den armen Sklaven Angst. Nee, die freuen sich, dass du vor die Fresse kriegst. Boom, boom, boom. Ihr Feiglinge, hilft eurem Meister. Nächster. Hilft euren Meister. Dein Meister steht vor dir. Pff. Ah, du kleiner Lumpi, was ist los, Turo? Du sagst ja nichts mehr. Turo, was ist denn los? Du bist so ruhig. Du hast doch eben die ganze Zeit gequatscht. Das Einzige, was du hier gemacht hast, ist nur Quatschen. Schmuckkästchen. Aber dafür, dass du... Ach so, ich bin hier der neue Chef. Verstanden? Mein Wort ist Gesetz. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn jetzt die Schlumpis hier? Also, das ist seine Festung hier? Ich meine, gut, das Wandbild finde ich cool. Das ist, würde ich mir auch noch hinhängen. Vielleicht die Sitzgelegenheit auch noch. Die Shisha vielleicht auch noch. Aber hier, hör mal, wie lange sind die denn hier? Können die nichts vernünftig bauen? Wissen die nicht, wie das funktioniert oder was? Wissen die nicht, wie man was baut? So, geheimer Keller. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, Wanderin, guck mal. Gepriesen sei Alkosch. Schnell, schneidet diese los und öffnet das Tor. Wir können Turos Boot zur Flucht verwenden. Alles klar. Safik freut sich sehr, euch zu sehen, Wanderin. Los, binde Daini als Erste los. Warum? So, was ist jetzt mit dir? Oh je. Was machen wir jetzt nur? Fliehen? Ihr seid zu unserer Rettung gekommen. Wahrlich, Wanderin. Daini hätte nicht gedacht, noch einen weiteren Sonnenaufgang zu sehen. Habt ihr euch an Turo vorbeigeschlichen, oder? Mädchen, du hast sie doch selbst dem komischen Typen gestellt. Und jetzt hast du gedacht, du... Also man stellt sich doch niemanden, weil man, weswegen stellt man sich denn, um abzulenken? Hat ja gut geklappt, den abzulenken. Mal abgesehen davon, dann auch noch Angst zu haben, dass man
den nächsten Sonnenaufgang nicht sehen kann. Was hat sie denn jetzt erwartet? Und sie sagt dann so, ja, ich gehe da jetzt da rein. Und guck mal, wir hätten ja jetzt auch ein Scharlatan sein können. Wir hätten jetzt einfach gehen können. Dann wären die alle Sklaven geworden und die Beten wären hingerichtet worden. Wisst ihr, was ich meine? Die haben ja schön viel Vertrauen hier. So. Ja, ich habe Turo getötet. Daini müsste lügen, wenn sie sagen würde, dass sie diese Nachricht nicht freut. Doch andererseits hat der Rachedurst von dieser uns allen beinahe den Tod gebracht. Genug hiervon. Wir sollten gehen, bevor uns Turos Schläger finden. Ins Boot, ja? Naja, die sind auch alle tot. Also, überwiegend. Rasch, mach das Tor auf, während diese ihren Bruder befreit. Verschwinden wir von hier. Naja, okay. Was für ein Albtraum. Daini, sagt bitte, wir... Was? Was hat er? Was für ein Albtraum. Daini, sagt bitte, wir verschwinden, ja? Okay, wir verschwinden. So, Sormund. Hab Dank für die Hilfe vorhin, meine Freundin. Nicht, dass ich mich nicht selbst aus dieser Klemme hätte befreien können. Ja, nur zur Erinnerung. Ich bin auch froh, dass ihr die Jungen gefunden habt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, wisst ihr? Dass ich nicht bezahlt werde und so. Naja, natürlich. So, wo sind die anderen alle? Safik? Anscheinend hat Daini ihr Vertrauen endlich einmal in die richtige Person gesetzt, ja? Hab Dank dafür, dass ihr uns aus diesem grauenhaften Ort gerettet habt. Na, nicht zu danken. So. Puh, das war ein knappes Ding. Ich wette, wir haben schon bald den nächsten Ärger. Aber jetzt stoßen wir auf heute an, was? Prost! Grüßt euch jeden. Wo ist denn der andere? Ach da, da ist er, Malabu. Vielen Dank für alles, Wanderin. Malabu muss gestehen, er hatte seine Zweifel. Doch fühlt euch nicht zurückgesetzt. Malabu hat seine Zweifel bei allem. Auch wenn ich viel manchmal rummecker über die Sachen, die ihr wart hier, aber ich bin immer noch froh darüber, dass es komplett voll vertont ist und dass es hier so viel davon gibt. Dass wirklich hier jede Kleinigkeit irgendwie vertont ist. Finde ich gut. Das ist ja das, was das Spiel hier auch ein bisschen ausmacht. Aber manchmal sind halt so komische Sachen damit bei. Nun, das war ein Abenteuer. Gewissermaßen. Habt Dank, Wanderin. Ohne euch wären wir wahrlich nicht lebend von diesem Ort entkommen. Gern geschehen. Was geschieht jetzt? Daini hat es geschafft, eine Handvoll von Turos Juwelen zu verstauen, bevor die Schläger sie geschnappt haben. Diese fürchtete, dass Sormund mehr verlangen könnte. Aber irgendetwas hat ihn weicher gemacht. Daini stellt keine Fragen. Er hat eingewilligt, uns an Bord zu nehmen. Das ist genug, ja? Wo werdet ihr und Safik hingehen? Wohin uns Sormund auch bringt, ja? Nachdem sie jahrelang den gleichen Albtraum durchlebt hat, wäre Daini die eine oder andere Überraschung ganz recht. Da wir gerade von Albträumen sprechen, danke, dass ihr Daini von ihrem befreit habt. Die Gewissheit, dass Turo tot am Boden liegt, macht dieser das Herz leichter. Lebt wohl, Wanderin. Okay, Quest abschließen. Wollt ihr auch eine Koje auf Sormunds Schiff? Ha, nein, ihr seid zu höherem berufen, als das Deck zu schrubben und Segel zu flicken. Was Daini angeht, für die klingt Deckschruppen und Segelflicken nach einem wahr gewordenen Traum. Noch einmal vielen Dank, Freundin. Welche Geschäfte betreibt Sormund genau? Ihr wollt eigentlich fragen, ob seine Geschäfte sauber sind? Das hier ist Pelitine, Wanderin. Hier sind alle Hände schmutzig. Hab keine Angst. Sormund verdient sein Gold mit Schmuggeln. Nicht mit der Sklavenjagd oder als Pirat. Daini hatte genug Gewalt und Boshaftigkeit hier in Südwacht. Dann werdet ihr auch weiterhin eine Gesetzlose sein. Es ist so, wie es der Vater von dieser immer sagte. Man kann die Katze aus der Gasse holen, aber man holt die Gasse nicht aus der Katze. Diese kennt nichts anderes als graue Geschäfte. Doch ihr habt Dainis Wort. Sie mag das Gesetz brechen, doch sie wird niemals jemandem Gewalt antun. Ja, das kennt man ja auch hier so. Du kannst jemanden aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus ihnen. Ich finde das ein bisschen... Das ist ein dummer Spruch.
Weil gerade bei den, sagen wir mal, die Rapper, da sind ja auch schon welche, die dann mit ihrer Musikverkäufe richtig Millionen gemacht haben und dann trotzdem irgendeinen Scheiß gemacht haben. Ich kann mir ja an ihn, der war damals bei No Limit gewesen, No Limit Records, der hat dann einfach, ich glaube, der sitzt sein Leben jetzt hinter Gittern, weil er jemanden umgebracht hat. Und das sind dann immer so eine Sachen, wo du dann diesen Spruch bringen oder wo dann dieser Spruch gebracht wird. Und meiner Meinung nach gibt es aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, guck mal, Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent. Das sind so, ich sag mal, die vier alleine schon sind ja auch Leute, die kommen aus einem Ghetto und schätzen dieses Leben, was sie jetzt haben. Die unterstützen ihre Familien und die bieten ihren Familien ein besseres Leben. Also da ist nichts mit so Ghetto hier, Ghetto da. Also das ist Bullshit. Jeder ist für seinen Scheiß selbst verantwortlich. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich und kann es nicht auf irgendwas schieben, auch nicht auf eine schlechte Kindheit oder sonst irgendwas. Weil auch immer viele gesagt haben, denn so, ja, er hatte eine schlechte Kindheit, deswegen ist er so. Nee, er hat es selbst in der Hand, wenn er 18 oder wenn er erwachsen ist, kann er selbst entscheiden. Sicherlich sind da auch so psychische Sachen mit drin, dass man halt immer nur Gewalt erlebt hat, aber sei halt selbst nicht der Arschloch. Fertig. So, gucken wir mal, was die noch alles zu erzählen haben. Wir sind hier fertig, richtig? Ich würde Südwacht gern dringend weit hinter mir lassen. Die Landschaft ist toll, aber die Einheimischen stinken. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Naja. Hat sie jetzt noch was anderes? Wollt ihr auch eine Koje auf Sormus? Achso, das hatten wir ja schon. Safik hat keine Ahnung, wie man mit einem Schiff dieser Größe segelt. Doch er wird sein Bestes geben, um seinen Teil zu leisten. Es heißt, der sicherste Weg zum Herzen eines Seemanns führt über den Magen, ja? Und niemand macht Suppen wie Safik. Na siehst du, aber schon Koch. Eine junge Waldelfin auf hoher See. Ich kann es kaum erwarten. Nennt mich einfach Kapitän Eichel. Winzig, ja, aber unsinkbar. Kapitän Eichel, hä? Das ist eigentlich ein cooler Kosename. Malabu weiß alles zu schätzen, was ihr für ihn getan habt, aber Malabu kann nicht schwimmen. Wir werden hoffen müssen, dass Sormunds großes Boot nicht untergeht, ja? Naja, ich sag mal, wenn du auf hoher See da irgendwo untergehst, ist es, glaube ich, egal, ob du schwimmen kannst oder nicht. Da weiß ich, wie viele hohe Wellen sind, dann kannst du froh sein, dass der Tod dich vielleicht schnell ereilt. Keine Ahnung. Ist das da hinten ein Gegner? Was ist das für einer? Hey, guck mal, warte mal, lass mal da hingehen. Feuersalamander, ja, Feuer mit Feuer bekämpfen. Wer bist du denn? Können wir mit dem reden? Ja, Logren. Ihr sucht noch mehr Tipps, was? Nun, ich habe euch keine mehr zu geben. Tut mir leid, Mädchen. Aber viel Glück da draußen und passt auf die Vögel auf. Okay, aber was ist... Oh, was ist das hier? Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Schwerer Sack. Bin immer zu aufgeregt bei solchen Sachen hier. Okay, nehmen wir erstmal alles mit. Sind da welche drinne? Ja. Arme Schweine. Haben wir hier noch irgendwo was? Naja. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Session wieder.
Und dann, guck mal, hier drüben haben wir ja auch gleich noch was. Dann würde ich sagen, gehen wir hier den Weg hier weiter. Ja, gehen wir hier weiter und dann machen wir da hinten die Aufgabe als nächstes. Gut. Freunde der Sonne, für alle, die dabei waren, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Likes könnt ihr ruhig da lassen, wenn ihr mögt. Ist aber kein Muss. Das ist hier alles kein Muss. Das ist alles ein Können und wer mag, der kann hier bleiben oder liken oder mit mir schreiben oder mir irgendwelche Fragen stellen oder sonst irgendwas. Aber es ist alles kein Muss. Gut, haltet die Ohren steif und tüdelü.